Hey Leute, der Griver hier. Willkommen zur nächsten Runde von Thrones of Britannia. Wir machen weiter mit den Strat-Klut-Leuten. Und ich glaube, ich konnte eh nichts mehr Wir sind machen. Arthos Volk und reinen Herzens. So, jetzt gucken wir mal 4800, wo wir jetzt landen. Oh, ich muss mich mal anders hinsetzen hier. Oh. So. Okay, wir sind mit keinem im Krieg, außer mit diesem Hayden hier unten, genau. Der macht aber doch ganz schön. Eine Münze besitzt mehr Gewicht. Ja, momentan die Verschwörung. Ein würdiger Bund. Hingabe, Chance, Kinder zu bekommen. Jo, klar. Mach, immer mach. 5200. Durch die Eisenmine wahrscheinlich auch noch mal alles nach oben geboostet. So, die Märkte kriegen im nächsten Monat auch noch mal einen Boost. Was ich jetzt aber gerne hätte, ist der Schmied. Das ist eine gute Idee. Wir machen hier einen Schmied rein, weil mit dem können wir nämlich unsere Rüstung verbessern. Das wird auf jeden Fall. Es ist noch wegen Besetzung, aber dann müsste es eigentlich gehen. Nein. Meine Krieger werden nicht zögern. Wir wollen die Leute hier noch ein bisschen verbessern. Elite-Nahkampfkavallerie. Natürlich auch klug gewesen. Wir können die ja nicht immer alle hier die besten Leute geben, weil die immer sich erst nachordern müssen quasi. Das heißt, wir brauchen da auch ein bisschen länger, bis wir hier alle hochtecken. Der macht mir jetzt hier ein bisschen Angst. Das ist jetzt schon ein 20er. Alle werden ihre Pflicht tun. So, wir werden jetzt wirklich sehr viel Geld verlieren pro Runde. Wir müssen auch nochmal mit dem Dings aufpassen, mit der Nahrung. Dass wir da immer noch schön im Plus bleiben. Der macht da unten alles kaputt, ja. Natürlicher Tod. Geldgier. Fuck. Korruption steigt. Ist natürlich nicht so gut. Was haben wir hier als nächstes? Heldenmut. Die anderen Sachen haben wir immer noch nicht freigeschaltet. Wir gucken mal, dass wir hier noch bessere Kämpfer kriegen. Hier gepanzerte Speerkämpfer oder hier die walisischen Axtkämpfer. Hier kriegen wir zwei neue Sachen. Dann machen wir mal hier die noch. So, wir sind jetzt bei 4000. Er ist 15, er ist sogar schon 16. Für den Ruhm der Kymri! Wir sind Arthos Volk und reinen Herzens. Meine Krieger werden nicht zögern.
Das können wir machen. So. Na, wartet, einen noch. Einen irgendwas Cooles noch. Das ist okay. Ich mag die Plänkler mag ich nicht unbedingt. Nehmen wir noch einen Speerträger. So, er ist jetzt auch bei 15. Sehr schön. So, das wird erforscht, das wird gemacht. Würde ich sagen, machen wir nächste Runde. Wie gesagt, wir müssen nur auf diesen 20er-Stack aufpassen. Wenn wir den kaputt machen. Dann haben wir eigentlich gute Chancen. Da oben kommt echt nicht klar. Oh, das gibt's doch nicht. Diese Gerüchte, ey, dieser Gwong, ja. Der Typ nervt, ey. Das ist aber nicht zufällig mein Sohn, oder? Nee. Irgendein Stadtteil da, der hat überhaupt schon gar keinen Einfluss mehr. Hier sind wir jetzt bei 194. Ich muss mal echt drauf achten, ob das so steigt. So, hier ist alles gut. Ein bisschen wenig Nahrung haben wir. Das geht aber auch. Oh, das wird noch interessant, wenn die Schmiede erstmal fertig ist. Können wir hier noch irgendwas bauen? Hof haben wir nicht. Industrie. Hof, wir haben zweimal Markt. Also wäre eher irgendein Markt gut. Fernkampfarena. Von Bauernhöfen, Wein, Obstgärten. Naja, es bringt nichts. Hier, Brust plus 10 Markt. Feldproduktion haben wir aber nicht. Feldproduktion. Macht alles nicht so Sinn. Okay, die verbessern sich jetzt hier noch. Wir können ja mal überlegen, wo wir reinreiten, wenn wir denen jetzt den Krieg erklären. Hier ist der 20er-Stack. Okay, der wird jetzt hier rüber gehen. Ich warte mal noch ab, wenn die sich jetzt hier bekämpfen. Und sich gegenseitig auf die Eier hauen. Wir werden euch gut dienen. Also ich gehe mal mit ihm hier zurück. Vorrücken, Krieger! Vorrücken. So, dann warte ich auf jeden Fall ab, bis die sich hier bekämpfen. Weil der wird den, denke ich mal, komplett in die Pfanne hauen. Und dann schnappen wir uns das Ding hier und gehen hier wieder in Position. Richtig cool, wenn wir das hier einnehmen. Das müssen wir mit ihm hier machen. Alle werden ihre Pflicht tun. Das da oben ist weg. Mit ihm gehen wir hier unten rein. Und mit ihm machen wir das hier. Das sieht gut aus. Das sind hier Rebellen immer noch, ne? Ja. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Angriffsplan. Für den Ruhm der Kymri. Wir müssen nur noch ein bisschen warten. So, dadurch, dass der ja hier unten der 20er-Stack ist. Wir sind Artus Volk und reinen Herzens. Das hier ist auch mein Obermacker. Wir gehen
geh mir mal noch ein Pferd. Und noch einen Bogenschützen. Und noch so einen. Dann haben wir jetzt einen 20er Stack. Der muss sich aber erstmal noch ein bisschen aufblubbeln. Dass die Wikinger hier noch rumkommen. Das ist ein talentierter Bauer. Ja, Einkommen durch Höfe, okay. So, wir machen immer noch 3200. Eieiei, das ist wirklich riskant. Meine Krieger werden nicht. Er ist hier, er greift das dann auf jeden Fall an. Kennt. 20er Stack. Unmöglich. Muss mal kurz gucken, dass die da auch noch alle verbündet sind. So, die Angelsachsen, die sind mit denen verbündet, mit Mercia ist klar und mit Kent. Das heißt, wir machen dann quasi gegen drei Leute mobil und der hat auch einen 20er Stack. Wir werden euch gut dienen. Das könnte richtig bad werden. Halt, halt, halt. Wir machen mal kurz. Moment. So, dann haben wir hier noch einen 20er Stack. Also wir haben jetzt hier unten zwei 20er. Der eine muss gegen Kent kämpfen quasi und der andere muss gegen den Angelsachsen 20er kämpfen. Und es sieht leider nicht so aus, als wenn die hier schwächer werden. Und dann haben wir hier die zwei 15er Stacks, die sich hier quasi um die Mercia-Typen kümmern. Das sollte eigentlich klappen. So, wir könnten noch irgendwas verbessern. Werden gleich noch ein paar Sachen fertig, aber es ist schon krass, wie das Geld runterschmilzt. Machen wir mal weiter. Das könnte jetzt richtig heftig werden, oh Mann. Aber ich warte auf jeden Fall noch, bis alle wirklich voll wieder sind. Aber mit den Kent-Typen habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Fraktion vernichtet. Ah ja, okay. Die haben den, glaube ich, übelst auf den Sack gehauen. So, wir sind wieder bei 3000. Die Schmiede braucht noch ein bisschen. 3300. So, wie sieht's hier aus? Alle werden ihre Pflicht tun. Wir sind fast voll. Für den Ruhm der Kymri. Eieieiei. Wer ist das hier? Essex. Kämpfen die jetzt gegeneinander? Wenn die sich natürlich jetzt aufreiben. Nee. Mit gar keinen irgendwie im Streit.
Ein bisschen Angst, dass mein Obermacker bald stirbt. Der sieht schon so alt aus. Wir sind Artus Volk und reinen Herzens. Oh Mann, Leute. Das könnte richtig heftig enden. Meine Krieger werden nicht zögern. Kann ich hier irgendwas noch verbessern? Oh ja, hier. Das sind andere Bogenschützen hier. Geschwindigkeit nimmt ab, Moral nimmt zu. Genauigkeit und Feuerrate kommt ein bisschen höher. Okay. Wir werden euch gut dienen. Alle werden ihre Pflicht tun. Für den Ruhm der Kymri. Okay, wir haben eh nicht mehr so viel Kohle, aber hier können wir noch machen. Gott, oh Gott, Gott. Also wir warten noch mal eine Runde mindestens ab. Da ist noch eine Rebellenarmee, vielleicht rennen sie da noch hin. Oh, hier unten ist jetzt der 20er Stack. Wollen wir mal gucken, wo der hinrennt. Wäre natürlich cool, wenn er weiter nach unten rennt. Er ist sogar angeschlagen worden. Das nehmen wir doch mit. Ja, ich glaube, das wird jetzt ziemlich krass. Ich denke mal, damit steht oder fällt jetzt hier unser Feldzug. Tuchmacher. Sehr schön. Immer schön steigern. Eieiei. Okay, wir heben uns mal das Gold auf, für den Fall, dass wir irgendwie schnell noch irgendwo eine Armee aufstellen müssen. Das ist auch Angelsachsen hier, ja? Ne, Seislig. Okay, dann legen wir einfach mal los. Wir sind ja super diplomatisch. Angelsachsen. Vom Rang her ist fast ausgeglichen. Stärker Rang ist 2, wir sind der Erste quasi. Erst brechen wir Brot, dann einigen wir uns. Ja, oder wir erklären uns den Krieg. So, Beistand erbitten. Okay, die mögen den aber auch nicht, aber die haben da oben genug zu tun. Begegnen wir Gewalt mit Gewalt. So sieht's aus. Dann legen wir mal los. Wir schnappen den jetzt erstmal ganz viel weg. Heldenmut. Warum? Meine Krieger werden nicht zögern. So. Jawohl. Ohne Zweifel. Kurzer Sieg, Eroberung. Eure Besitzungen sind groß und weitläufig. Ein wahres Zeugnis eurer militärischen Macht. Viel benachbarte Herren und unbedeutende Könige haben uns die Treue geschworen. Doch es gibt noch viele weitere, die gierige Blicke auf unsere Lande werfen. Wir müssen unsere Wahlen unterwerfen. Jawohl. Wir haben schon wieder jemand Unloyales. Was auch noch ganz cool wäre, wir könnten mal hier noch eine kleine Armee erstellen. Hier, er ist ein bisschen jünger. Wir werden euch gut dienen. So, hier. Grundbesitz, haben wir schon wieder zu viel, ja.
Ja, hier will was abhaben vom Kuchen. So, den haben wir, den haben wir. Mit ihm haben wir gesagt, gehen wir hier rein. Greift gemeinsam an! Ausgebildet und bereit! Umgehend! Das haben wir hier. Die beiden schließen sich zusammen. Dann müssen wir mal gucken, was jetzt hier mit den beiden passiert. Noch wenigstens versuchen, so viele Provinzhauptstädte wie möglich zu kriegen. Oh, da kommt ein 13er Stack. Der ist aber nicht so ausgebildet quasi. Das ist gut. Oh, nee, mit Schiff rüberkommen. Die Freundschaft könnte uns beiden nutzen. Sollen wir es mit... Oh, mit Schiff fahren ist verboten. Meine Mühen werden belohnt. Kein Mercian mehr. Oh, hat er annektiert. Alles klar. Statthalter. Gut, jetzt gibt's nur noch die einen quasi. Für den Ruhm der Kymri. Alle niedermetzeln! So, wir sind im Sommer. Ah, das war der Schmied. Ich muss gucken, wo er hier hin blubbert. Wir sind Arthus Volk und reinen Herzens. Ist hier immer noch was beschädigt, sag mal. Das ist einfach nur der Rauch von dem Dings. Okay. So, wir machen Meine weiter. Krieger werden nicht zögern. Der Sieg wartet. So sieht's aus, hoffentlich. Wir werden euch gut dienen. So, ist hier irgendwas in der Nähe? Nee, eigentlich nur der da unten. Alle werden ihre Pflicht tun. Er ist ja hier komplett beschädigt. Fallt über sie her! Das ist ja cool. Eine Runde müssen wir auf jeden Fall warten. So, er macht das da oben. Nicht möglich. Das heißt, das Ding haben wir in der nächsten Runde auf jeden Fall. Safe. Wir müssen gucken, wo er hinsegelt. Okay. Das wäre hier noch schön. Wenn wir das einnehmen könnten. Die sind sogar hier uns nicht böse gegenüber. Die auch nicht. Für den Ruhm der Kymri! Ehre erwartet uns! Moment, wir haben ja jetzt hier den Schmied. Bereit zum Dienst. Genau, hier kostet 1500 Euro. Euro, Gold. Und dadurch werden wir aber die erste Stufe von Rüstung und Schmiedwaffen kriegen. Das sieht man hier ganz unten. Ganz dunkel nur. Hier ist so eine Rüstung und hier ist so eine Waffe. Und die haben jetzt die Stufe 1, weil halt der Schmied noch Stufe 1 ist hier. Den müssen wir erst noch verbessern. Und jede Stufe bringt 5% mehr Angriffsschaden bzw. Abwehr. Reinen Herzens. Das heißt, die Armee hier hat jetzt auch nochmal einen schönen Boost bekommen. Auch wenn sie nicht so groß ist. Okay, dann würde ich sagen, machen wir nächste Runde. Und deswegen will ich mir auch mal ein bisschen Gold aufheben. Dann müssen wir dann nachher nach und nach all unsere Leute ausrüsten mit der besseren Rüstung. Okay, er segelt wieder zurück. Okay. Kümmert sich wohl erstmal um die Rebellen. Sie
Siedlung belagert, irische Wikinger, großes Land, bla. Meine Krieger werden nicht zögern. Okay, er ist dahin gegangen. Schnell und kräftig drauf! Nicht zögern! Schnell und kräftig drauf! Bessere Axtkämpfer. Lass mal das hier noch machen. Schon wieder irgendjemand, der nicht loyal ist. Das nervt ein bisschen. Ja, dann nimm halt das hier. So. Wir werden euch gut dienen. Sofort! In Ordnung! Das ist okay. Der Sieg wartet! So, ich glaube, wir müssten jetzt sogar den einen Sieg noch bekommen. Den Eroberungssieg, glaube ich, den kurzen. Mit der Provinzhauptstadt. Nicht befreien, besetzen. Mein Rang ist gestiegen! Benötigt Reparatur. Stadtforge Schmiede. Die können schon die Rüstung 2 machen. Alter. Alle werden ihre Pflicht tun. Da können wir hier noch ein paar neu ausbilden. Und nächste Runde, wenn die Schmiede wieder ganz ist, können wir die quasi auch verbessern. Nice. General. Nicht zögern! Zack. So, haben wir den noch was weggekascht? Nicht befreien, wir wollen immer noch besetzen. Sofort! Reparieren, reparieren. So, ich habe immer noch Schiss vor dem 20er-Stack. So, der hat den weggenommen, okay. Geht nicht. Wir sind Artus Volk und reinen Herzens. So, wir müssen den mal noch verbessern. So, oh hier, Angelsachsen. Ein 17er Stack. Meine Krieger werden nicht zögern. Okay, ich werde mal hier runtergehen. Muss aufpassen, was er hier macht. Aber es ist nicht der Hauptkommandant. Weil er ist hier nur Stufe 1. Vielleicht habe ich Glück und in sein Land werden jetzt überall noch Rebellen losgehen quasi. Das sind ja die Angelsachsen hier. Ich kann es nicht sehen. Minus 5 öffentliche Ordnung. Das wäre natürlich ein richtiger Vorteil für mich. Und jetzt bei ihm die ganzen Rebellen noch spawnen. Wir werden euch gut dienen. So, ich kann jetzt hier nichts mehr machen. Und ein bisschen Geld will ich mir auf jeden Fall noch aufheben. Oh oh. Der greift mich an, ehrlich? Da kommt der 20er. So, ich muss den einen jetzt auf jeden Fall kaputt machen. Dann haben wir ihn da schon mal so ein bisschen. Er haut ganz ab, keine Ahnung, wo er hin will. Sehr schön, sehr schön. Besetzen. Wie ihr sagt. Q
Hühner werden. Nun, da das Volk gesehen hat, dass ihr zu heroischen Taten fähig seid. Bla bla bla. Sehr schön. Öffentliche Ordnung ist okay. Wir können jetzt hier was reparieren. Das ist das. Das ist okay. Öffentliche Ordnung ist okay. Wir werden ihre Pflicht tun. Aura des Kommandanten. Das wäre natürlich auch cool, wenn wir die erhöhen könnten. 100%. Und Einheitenmoral. Also machen wir den Baden. Sehr gut. Okay, da ist der 20er Stack. Für den Ruhm der Kyrie! Ah, jetzt weiß ich, wo der Fehler war. Dadurch, dass ich das erst eingenommen habe, ist unsere Garnison noch nicht existent. Ihr greift Westsachsen an. Er ist schon beschädigt. Ich glaube, das helfen wir uns für die nächste Runde auf. Aber wir schicken ihn hier schon mal rüber. Er ist da gerade erst fertig geworden. Er muss sich noch ein bisschen heilen hier. Und dann versuchen wir, das Ding hier noch einzunehmen. So, wir müssen in der nächsten Runde auf jeden Fall dieses Gefecht hier führen. Wir haben weniger Einheiten. Dafür ist unser aber stärker. Wir werden euch gut dienen. Kommando hat er. Unter keinen Umständen. Ja, er ist hier eher ein Regierungsfuzzi. Alle werden ihre Pflicht tun. Obwohl er Level 8 ist, also Rang 8. Für den Ruhm der Kymri. So, wir haben eigentlich richtig gute Einheiten. Das können wir nicht. Oh, hier, Speerkämpfer des Earls. Die sind auch ganz stark. Wir sind Artus Volk und reinen Herzens. Ja, unsere Axtkämpfer sind noch die absoluten Kacknoobs. Es müsste eigentlich schaffbar sein. Müssen wir mal gucken. Unter keinen Umständen. Er hat auch zwei Kavallerieeinheiten. So, wenn er denn hier aber nach unten kommt, nach oben, dann haben wir ein Problem, aber dafür ziehen wir ihn ja hier ran. Meine Krieger werden nicht zögern. Mit ihm können wir leider uns noch nicht bewegen. Gut, dann machen wir hier erstmal einen Cut rein. Nächste Folge wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir gehen mal mit ihm hier nach ganz unten. Dann kann er hier vielleicht noch ein paar Dörfer einnehmen. Northamtum, Südsachsen. Ja, okay. Also der nächste Showdown kommt auf jeden Fall in der nächsten Runde. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und mir da die Daumen drückt, dass das klappt. Weil wenn wir den nicht besiegen, und der ist wirklich sehr, sehr schwer, dann haben wir ein Problem. Sobald wir den aber besiegt haben, ist es für den Angelsachsen eigentlich GG. Weil er müsste erstmal seine komplette Armee neu aufbauen. Dann bleibt eigentlich nur noch dieser Kent-Fuzzi. Der hat ja auch einen 20er Stack, aber der segelt hier irgendwo, keine Ahnung wohin, der haut ab. Und wir haben dann eigentlich freie Bahn, wenn wir die beiden hier kaputt machen. Das heißt, es ist jetzt ganz, ganz wichtig und entscheidend, dass wir die besiegen, ohne dabei hier unsere eigene Armee zu verlieren. Ich spare mir das Geld auf jeden Fall mal. Forschung wird gemacht, alles ist schick. Gut, ich sag erstmal Tschüss und dann bis zur nächsten Runde. Bye, bye.